Ja, meine Freunde, ich bin zurück vom General Meeting des IESF, des International Esports Federation. Und ja, ich hoffe, ich habe unser Land, unseren Verband ehrenvoll und seriös vertreten, den ESFÖ, den E-Sport-Verband Österreich. Die Jungs sind, glaube ich, ja, schon so einigermaßen begeistert von mir, finden mich auch recht nett. Auch ich habe mich schon mit sehr vielen einzelnen Teilnehmern der diversen vertretenden Länder oder der Ländervertreter angefreundet, sehr viel Smalltalk geführt, aktuelle Thematik im österreichischen E-Sport kurz angesprochen. Meinerseits natürlich auch sehr viel erfahren, was den internationalen E-Sport anbelangt, wie es weitergehen wird mit Großprojekten, Meisterschaften, internationalen Turnieren und dergleichen. Also ich sage euch, wie es ist, es kommt einiges in den nächsten Jahren auf uns zu, auch schon nächstes Jahr ist einiges am Start in Planung, vor allem von den Nachbarländern kommt da eventuell einiges an Aktionen, bei denen wir natürlich auch teilnehmen können höchstwahrscheinlich, und ich habe auf alle Fälle die Daten der jeweiligen Verantwortlichen ausgetauscht, ich habe die Daten ausgetauscht, also wir werden auf alle Fälle in Kontakt bleiben und sobald ich natürlich dementsprechend Neuerungen und Informationen dazu habe in den nächsten Wochen und Monaten, gebe ich das natürlich gerne an euch weiter und ja, wie schon gesagt, ihr dürft gespannt sein, in den nächsten Jahren e-sporttechnisch national sowie auch international gesehen, da wird sich noch einiges tun. Wir befinden uns gerade hier, aber wir wollen hierhin. Und ich glaube, wenn alle gut zusammenarbeiten, alle im Verband teilnehmenden Nationen und alle an einem Strang ziehen, dann wird das Thema E-Sport richtig krachen und da darf man gespannt sein. Finale! Oh! So, meine Freunde, wir sind auf dem Weg zum Bus, zur Gaming Location, zum Finale. Und ja, mehr dann dort. Wir sind alle so aufgeregt, ich zumindest. Er ist ganz cool, aber ich bin auch. 6 Uhr unserer Zeit und 11 Uhr hier. Genau, so ist es. Ja, so viel dazu. Ich bin aufgeregt, er ist recht cool, so soll es auch sein. Und wir werden dann sehen, wie es dann weitergeht. Ui. Zerlegermodus an, lieber Gänse. Zerlegermodus aktiviert. Sehr schön trocken, ohne Creme, das ist schön, das macht Sinn. Das unterstützt man. Platzierung jetzt von Nestle. Ach, Moment. Nestle-Produktplatzierung. Ja, geht schon. Alles auf Video. Die Luft reintrunken. Und da drüben, da sind die bösen Menschen drinnen. Also, wer schauen.
Er muss jetzt ordentlich saufen und wir schauen uns das jetzt wirklich live an, meine Damen und Herren. Erst jetzt an und die Flasche bewegt. Also ich habe mir jetzt schon gedacht, das wird geäxt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, er zieht an der Flasche an wie ein Baby beim Nuckeln. Sensationell. Breastfeeding, the best way you can see. Da rinnt der Schmodder beim Kinn runter. Herrlich. Rein damit. So, der erste halbe Liter ist gleich kurz vor der Vernichtung. Am besten machst du so, wie jetzt jeden Abend am Abend in der Bar mit Whisky. Genau, richtig, einfach runter. Ex oder nie mehr Sex, meine Damen und Herren. So sieht das Ganze aus. Auch das eine Herausforderung für unseren Weltmeister hier. Er tut sich allein schon schwer. Beim Öffnen der Flasche, die sind hier versiegelt. Unvorstellbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da braucht man fast wirklich fachmännisches, professionelles Werkzeug dazu. Aber der Game King kann nicht nur Hearthstone spielen, meine Freunde. Nein, er kann auch Wasserflaschen auf Indonesisch öffnen, und zwar mit einer leichten Entfernung des Plastikkapperls und dann einer dezenten Drehung nach links. Ohne einen Tropfen zu verschütten geht das Ganze hier. Okay, sie ist auch noch nicht wirklich offen, aber jetzt kommt's. Jawohl, Flasche ist offen und der Ansatz. Und da rinnt der Schmodder wieder beim Kinn runter. Herrlich. Und weiter geht's mit der zweiten Flasche. Wir haben schon einen halben Liter Intus. Zweite Flasche schon zu einem Drittel, in der er konzentriert sich, zieht an. Unvorstellbare Szenarien tun sich auf. Abgründe, na, wie? Szenarien spielen sich ab, Abgründe tun sich auf. Eine schmale Gratwanderung zwischen Jenseits und Diesseits. Unvorstellbar. Noch drei Tropfen. Ja, und der Liter ist geschafft. Herrlich, meine Damen und Herren. Und jetzt geht's auf zum Drogen- oder nee, Doping-Test. Jetzt stellt sich die Frage, es ist so nur ein Doping-Test, aber was ist, wenn sie jetzt Drogen feststellen bei dir? Wir müssen uns keine Sorgen machen. Geil, oder? Das Wichtigste haben wir ja fast vergessen. Der Typ da, der da. Merkt euch dieses Gesicht, das Problem ist, es gibt es zweimal. Ja, aber dieses, ja, Moment. Dieses, merkt euch dieses Gesicht. Dieses Gesicht hat die Scheiße hier gewonnen. Hey, Platz 1. Yeah. Bin ich gespannt. Ja. Erster Platz für Österreich. So sieht's aus. Und ich freue mich echt schon auf die Siegerehrung. Ich auch. Da wird der kleine Viva mit einer Gänsehaut im Publikum sitzen, glaube ich, weil das gefällt mir richtig, das ist eine coole Sache. Fühlst du das, was du fühlst, gleich immer doch? Wie was? Closing Ceremony. Wir müssen uns jetzt wirklich ruhig und diskret verhalten, weil sonst wird es unangenehm. Und ich glaube, wir sind im Fernsehen.
meine Freunde, wir sind zurück im Bus Richtung Hotel. Das hat verstanden, ne? Was? Zu Hotel, ne? Ja, die Veranstaltung ist zu Ende. Wir sind jetzt im Bus Richtung Hotel wieder unterwegs. Und im Großen und Ganzen war es eine super Veranstaltung. Ganking, ihr wisst, wurde erst eine geile Sache. Gefällt mir wirklich. Was mir ganz besonders gefällt, sind eigentlich die ganzen Leute hier. Und man lernt da so viele nette Leute kennen. Dann lernt man zum Beispiel nette Leute kennen, so wie die beiden Leuten hier. Ja. Yes, time to wave and smile. Und da gibt es auch noch die ganzen Kollegen aus Südafrika, die haben wir hier verschlossen. Das ist so. So, das sind die netten Freunde aus Südafrika, die haben wir hier verschlossen, ja. Da geht gar nichts mehr. Wir haben auch einen Schlüssel verloren und die müssen da leider drinnen bleiben, aber es gibt. Immer wieder die Möglichkeit für nette Selfies hier. So sieht das Ganze hier im Bus aus. Alle ein bisschen geschlaucht von den letzten Tagen im Großen und Ganzen. Aber ja, so wie es aussieht, habe ich schon gehört, dass es heute eventuell die eine oder andere Party geben sollte. Und da sind diese Herrschaften da hinten da. Wo ist er? Da. Das ist the Master of Disaster. Das ist der Party-Tiger, Number One. Und ja, ein Hoch auf Brasilien, würde ich mal sagen. Ne?